Jahr kommen wir zu diesem würdigen Gedenken an Sepp Kerschbaumer zusammen. Wir gedenken eines beispielhaften Mannes, der sein Leben selbstlos in den Dienst der Heimat stellte. Wir brauchen Menschen, die mehr tun als nur reden, wie auch Sepp Kerschbaumer. Wir wollen seiner gedenken und wir wollen in seinem Geiste leben. Auf das wir nicht nur von der Landeseinheit reden und auf das, dass wir nicht nur davon reden, was alles geändert werden sollte, sondern dass wir es auch tun.